Guten Tag und herzlich willkommen zum Frankfurter Kreis, dem Finanztalk von MeinGeldTV. Von 3,4 Millionen Betrieben in Deutschland haben bis Ende 2023 nur 37.000 eine betriebliche Krankenversicherung eingeführt. Dahinter verbirgt sich jedoch ein Plus von 33,2% im Vergleich zum Vorjahr. Laut Fachleuten verbirgt sich hinter dem BKV-Geschäft ein enormes Potenzial. Welche Chancen und Möglichkeiten Makler haben, wollen wir heute mit Fachexperten besprechen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen ersten Gast. Herrn Frank Gierolstein, er ist Abteilungsdirektor des Kompetenzzenters R&V Krankenversicherungs AG. Hallo zusammen. Eingeladen haben wir Herrn Daniel Schmalei, Leiter Kompetenzcenter, Firmenkunden Barmenia Krankenversicherungs AG. Schönen guten Tag zusammen. Ich freue mich auf den Austausch. Bei uns zu Gast ist Herr Siegfried Isenberg, Leiter Fachbereich Vertriebspartner IKK Classic. Hallo und guten Tag. Ich freue mich auf den Dialog. Ganz herzlich begrüße ich Herrn Mario Vökel. Er ist Vertriebsdirektor Signali Luna Gruppe. Guten Tag. Ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Und last but not least begrüße ich ganz herzlich Herrn Joachim Rahn. Er ist Leiter Maklervertrieb Münchner Verein Versicherungsgruppe. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein und freue mich auf eine spannende Veranstaltung. So, Herr Schmalei, dann fangen wir mal gleich an. Wir haben die erste Frage. Wie wir schon im Intro gesagt haben, haben rund 37.000 Unternehmen letztes Jahr ihren Mitarbeitern ein BKV angeboten. Wie haben sich denn die Zahlen bei Ihnen bei der Barmenia entwickelt? Ja, in Summe war das Jahr 23 für den gesamten Markt ein Riesenerfolg. Die Zahlen sind ja gerade genannt worden. Und auch wir konnten ein neues Rekordjahr darstellen, worüber wir uns sehr freuen. Und mittlerweile gewinnen wir, und das sind unsere aktuellsten Zahlen, so circa 7 Kunden pro Werktag. Ach, das ist auch schön gerechnet. Das ist ein schönes dynamisches Wachstum jetzt über die Jahre hinweg. Wissen Sie, warum das so ist? Was dahinter steckt? Also was waren die ausschlaggebenden Punkte, dass Sie eben pro Tag 7 weitere Kunden gewinnen? Na, zum einen die gesteigerte Nachfrage von den Unternehmen, denn sie sind händeringend auf der Suche nach neuen innovativen personalpolitischen Instrumenten. Und darüber hinaus natürlich auch im Vermittlermarkt, im Maklermarkt eben halt auch eine deutlich höhere Aufmerksamkeit heute für das Thema, gerade auch in der Kombination von der Absicherung biometrischen Risiken als auch eben das Thema Gesundheit im Unternehmen. Also die BKV nimmt jetzt das dynamischste Feld ein, was wir bei uns im Portfolio einfach haben. Und es muss wirklich sagen, durch die Einführung des Budgettarifs, die andere Versicherer, Barmenia und andere dergleichen hatten, war das wirklich ein Gamechanger gewesen, wo wir wirklich den Markt jetzt aufgreifen. Viele Vermittler, glaube ich, die natürlich jetzt erkannt haben, dass sie mit der betrieblichen Krankenversicherung einen wunderbaren Türöffner haben und deswegen dieses Produkt so gerne annehmen und einfach diese Einfachheit der betrieblichen Krankenversicherung, die es vorher einfach gar nicht gab. Die war einfach kompliziert gewesen. Und durch die Einfachheit ist es jetzt einfach ein riesiger Nutzen seitens des Vertriebs. Ja, und natürlich auch der Arbeitgeber erkennt, er muss was tun. Er muss was tun, damit er sich hier in dem wirklich harten Markt, in dem Fachkräftemangel wirklich auch behaupten kann und hat einfach erkannt, dass es ein super Mittel ist, hier etwas tun zu können. Na gut, bei uns ist natürlich eine ganz besondere Situation. Wir sind ja seit Mitte letzten Jahres erst auf dem Markt. Genau. Und vor dem Hintergrund, ich habe es am Anfang immer gedacht, gut, das braucht so eine gewisse Zeit praktisch, dass es anläuft. Ist ja sicherlich auch der Fall. Aber ich habe mir jetzt mal die Zahlen angeschaut. Wir haben in den ersten 9 Monaten, wenn man also sagt, okay, wir haben im Sommer angefangen, kommen wir auf fast ein Unternehmen pro Tag. Und das hätte ich mir wirklich nicht vorher vorgestellt. Ich war ja mal eine Zeit vorher auch bei einem Versicherer zuständig für die BKV und da war doch, sagen wir, die Marktdynamik eine ganz andere. Also in dem Sinn, wir sind da jetzt noch Herausforderer, kommen erst in den Markt rein und wir merken sehr schnell einfach diese Dynamik in dem Sinn. Okay. Also auch bei uns, da erzähle ich, glaube ich, nichts Neues, war die betriebliche Krankenversicherung einer der absoluten Wachstumstreiber im letzten Jahr. Wir hatten 2023 das vertrieblich beste Jahr der Konzerngeschichte. Es gab kein besseres im Vorfeld. Und einen großen Anteil daran hatte natürlich auch die betriebliche Krankenversicherung. Und auf Ihre vorhergehende Frage mal abgezielt, was hat sich verändert, warum dieser Wachstumsturbo jetzt da ist bei eigentlich fast allen Konzernen. Es wird durch neue Tarifpaletten für die Arbeitgeber einfacher. Es wird aber auch für die Vermittler einfacher, BKV abzuwickeln. Und das stellen wir ganz klar fest. Und ein großes Thema sind für mich vertriebliche Konzepte in der Umsetzung der betrieblichen Krankenversicherung. Da machen wir ganz viel mit dem Kooperationspartner zusammen, mit der IKK Classic, mit betrieblichem Gesundheitsmanagement und betrieblicher Krankenversicherung in einem Atemzug. Und das funktioniert hervorragend.
Zur Klarstellung haben wir erstmal ein etwas anderes Produkt, eben nicht die betriebliche Krankenversicherung, sondern wir bieten eben das betriebliche Gesundheitsmanagement an. Ganz exakt heißt es sogar betriebliche Gesundheitsförderung. Ich muss das mal ein bisschen sortieren, aber BGM hat sich eingebürgert als Sprachgebrauch. Was machen wir da? Wir gehen in die Firmen und optimieren Gesundheitsthemen, also bringen das Thema Gesundheit in den Fokus in der Firma und schauen, was kann man in der Firma machen, um letztendlich die Gesundheit zu stärken, das Gesundheitsbewusstsein zu stärken und damit am Ende die Lebensqualität und damit am Ende den Betrieb effektiver machen. Und das versuchen wir zu ergänzen, zu verbinden mit der betrieblichen Krankenversicherung und so als Gesundheitspartner gemeinsam aufzutreten mit der Signal Iduna. Da muss man sagen, da sind wir noch am Anfang, muss man ganz ehrlich sein. Wir haben nämlich gerade ja gehört, Herr Gerolstein hat es zuerst angesprochen, Mario Vöckel auch, Komplexität. Im Gegenzug Einfachheit ist eben wichtig. Und da wird das Ganze ja eigentlich irgendwie noch ein bisschen komplexer. Aber man muss sagen, die Türen dafür sind weit auf. Und wenn man dann geschafft hat, diese Firmenkundenverbindung zum Thema Gesundheit herzustellen, dann hat man eben sehr stabile, langfristige Kundenbeziehungen und es lohnt sich insofern dieser Einsatz. Es ist also kein Geschäft, was man mit einem Termin abschließt. Herzlichen Dank an meine Expertin. Das war die Runde zum Thema betriebliche Gesundheit hat sich endgültig etabliert.